Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Oh Mann, ich weiß doch nicht, was ich machen soll hier mit der Antenne. Ja, ich denke mir so, oh, warum nicht nur den Sender verstellen, sondern vielleicht kann die ja auch was in sein Fernsehen bringen, um ihn abzulenken, damit er halt sich was ganz anderes anguckt. Und dann ist er halt voll begeistert und voll abgelenkt, sodass wir den Schlüssel mitnehmen können. Oder er muss halt aufstehen und an der Antenne was richten, weil es ihn so frustriert, dass er gar nicht mehr fernsehen kann. So, das sind so meine beiden Ideen. Aber das Problem ist ja, dass ich hier überhaupt nichts mache. Habe ich das Gold schon ausprobiert an der Antenne? Sieh her, Harvey. Je weiter ich das Gold vom Fernseher wegbewege, Desto mehr Fernsehgerichtsshows entstehen. Fantastisch! Witzig. Und der schrieb mir das Formular. Sieh her, Harvey. Unglaublich. Ich probiere jetzt einfach mal ganz viel aus nochmal. Da kann ich leider nicht drauf rumkritzeln. Kannst du denn hier die HW-Technik? Ach nee, Quatsch, das geht ja auch nicht. Das ist Quatschi. Matschi? Ja. Ich weiß nicht. Ich kann hier nichts machen, das ist das Problem. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Oh, der Stiesel. Müssen wir vielleicht noch mal in die Dachbodenkammer rein? Das wäre sehr unglücklich, wo doch der Stiesel am Fenster war. Guck mal, wenn wir da jetzt rein müssten. Weil wir müssten ja nur das andere wegnehmen, ne? Aber das wäre auch total blöd, weil dann steckt er uns nun in die Zelle zurück und das wollen wir auch nicht. Aber ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwas noch drinne ist, ne? In diesem Dachboden kann man. Oh, das sieht aus hier. Mensch, Edna. Alles unordentlich gemacht. Mann, 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 Mann. Ja, wenn wir das wegnehmen könnten, dann könnte man natürlich heimlich nochmal in den Raum rein. Aber hier können wir dann nicht mehr rumrennen. Dann können wir eigentlich gar nichts mehr, ne? Wir kommen ja auch gar nicht mehr denn dahin. Oder? Nee, dann würde man hier gar nicht mehr hinkommen. Geht also gar nicht. Können wir nicht machen. Leute. Ja, komm, nun lad mal schneller hier das Bild mit. So. Pflanze. Können wir vielleicht noch Wasser holen, damit er noch mehr Wasser trinkt? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Kannst du davon was nehmen? Da ist nur ein Jahresvorrat. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders süffiges Exemplar. Ah, sie hat also doch noch was davon genommen. Wir haben Wasserbecher. Wenn wir jetzt. Der Wasserbechertank ist ja aber leer. Ich probiere es trotzdem nochmal. Leer. Dann hole ich doch mal Wasser. Holen wir doch mal Wasser. Und bieten dem noch mal ein bisschen Wasser an. Also ich habe halt keinen Plan. Irgendwas muss ich ja mal machen hier. Und wir hatten doch überall irgendwo Toiletten und da wird ja wohl eine dabei sein. Irgendwo eine schöne Toilette, wo wir Wasser holen können. Kann man hier Wasser holen? Spüle. Brauchen wir nicht mal eine Toilette? Spüle. Guck mal. Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl Oh zerrissen ist. nein. Ach, wie ärgerlich. Jetzt ist mein schöner. Und wenn wir den Topf nehmen? Der ist sauber genug. Es geht ums Wasser, Edna. Es geht nicht ums Saubermachen. Können wir hier mit den Buddeln was machen? Ja, wir können alles wieder vollsiffen. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Poki. Ah ja. Hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt ja kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Oder so, ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze.
So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Ach, und einen Löffel kriegen wir auch nicht. Gabel und Messer habe ich schon. Ja, und was du brauchst, ist ja eigentlich... Nee. Nimm. Ansehen. Kannst du auch nicht. Nix kannst du hier. Mensch. Ja, dann war es das auch wieder mit der Idee. Mann. Sowas Blödes aber auch. Einen Löffel haben wir nicht für den Typen da hinten. Was mache ich denn jetzt? Zwar Wasser trinken und irgendwas muss. Es muss irgendwas mit der Antenne eigentlich sein, denke ich. Und wenn das jetzt mit dem Becher nicht klappt, dann können wir nicht mal Wasser holen. Da müssen wir was mit der Antenne machen, weil er da halt so abgelenkt von ist. Ich quatsch den nochmal irgendwie auf den Fernsehscheiß an und dann gucken wir mal, was der hier, was der jetzt eigentlich will. Will der einen anderen Sender? Vielleicht sagt er nochmal irgendwas, vielleicht fließt da noch irgendwas in Satz ein, dass ich da so ein bisschen schlauer draus werde. Wir reden nochmal mit dem. Oder wir gucken uns nochmal das hier an. Monitorwand. Irgendwie hypnotisch. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ja. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ja, das wird eh nicht klappen. Kann ich ihn haben? Komm sonst hier nicht raus. Kann ich ihn haben? Ich komm sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Ich bin nicht der Neue. Ach ja. Ja, schon mal was im Tor. Irre. Hatten wir alles schon. Um ehrlich? Hör mal, Neuer, wenn du nur zum Herumblödeln gekommen. Ja, und er nimmt mich auch nicht ernst. Alles voll blöd. Strohhalm gefällig. Er hat genug getrunken. Also er hat genug getrunken. Also die Idee, dass wir ihm noch mehr Wasser geben, ist damit ja auch weg. Können wir hier vielleicht was machen? Der Fernseher ist aus. Können wir den vielleicht anmachen? Benutzen? Mach mal an hier. Aha. Der Fernseher ist aus. Warum muss sie dafür dann wieder auf die andere Seite gehen? Der macht einfach nur Klack. Können wir den irgendwie kaputt machen? Das kaputte Stuhlbein guckt gerne Unfallschuss. Wenn andere auf die Fresse fliegen, könnte ich mich jedes Mal beämmeln. Ja, mach den. Das Messer guckt am liebsten Horrorfilme. Ich fühle mich erst unterhalten, wenn Blut spritzt. Ja, das tust du, Harvey. Komm, wir machen den Schrott. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Der soll noch mal was... Ja, der soll da was... Ja, benutz mal hier. Pfoten weg. Kannst du da nicht mit reden? Komm, wir reden mal. Warp 5. Energie. O Monitor-Orakel, was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Kein besonders ansprechendes Design. Das sagt sie, das... Kein ja. Besonders... Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Ach nö. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand. Das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna Bricht ausgibt, findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür.
Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann. Und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Es war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war. Halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen. Während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch 1 Stunde länger auf oder 2 oder ich weiß es nicht mehr. Das war wohl nix. Mir ist auch die Idee jetzt zwischendurch gekommen. Dafür nutze ich den Poki ja ganz gerne, der unterhält euch dann nebenbei und ich kann derweil überlegen, was ich vielleicht jetzt mache. Ich gehe jetzt nochmal dahin, weil wir haben diesen Becher da ja noch nicht ausprobiert an der Antenne. Und wir müssen bestimmt den Fernsehsender irgendwie so ändern oder da was machen, was ich ja merkwürdigerweise am Anfang noch hinbekommen hatte irgendwie. Das ist ja das Komische. Dass es am Anfang funktionierte, da habe ich ja irgendwie die Antenne gedreht. Und jetzt kann ich sie aber nicht mehr drehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen wir bestimmt den Sender verändern und dann ist er voll abgelenkt. Hallo Stiesel. Du kleiner Idiot. Genau. Und dann ist er abgelenkt und dann sagt sie auch, ich versuch's nochmal, hat sie ja gerade nochmal gesagt beim Schlüssel. Und dann kann sie den bestimmt heimlich nehmen. Sieh her, Harvey. Ich zeige dir, wie man eine Daily Soap-Kulisse faltet. Hurra! Hurra! Manno, nix Hurra hier. Funktioniert alles nicht, so ein Scheiß. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Ich will das wissen. Ach nee. Und dann... Nee. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sendekonzepte aufwärmen. Ach, so einfach? Benutzt das Ding doch einfach nochmal. Einfach so. Also geht. Es geht doch. Ich denke, das ging nicht mehr. Warum probiere ich hier alles aus? So, guck mal, jetzt habe ich das voll verändert. Jetzt gehen wir mal. Jetzt haben wir es ja schon verändert. Vielleicht hat das ja schon gereicht. Oh Gott, ich probiere hier alles aus und denke, das geht nicht mehr. Ich mache mein Leben immer so kompliziert. Das ist alles immer so schwer für mich. Obwohl es offensichtlich ist. Ich bin so doof. So. Genug gejammert. Wir haben den Sender verändert. So, der hat ja jetzt wieder die Irren angeguckt. Was er ja soll. Und jetzt wird es aber wahrscheinlich wieder so verändert sein, dass er wieder gut abgelenkt ist, weil er seine Shows guckt oder was auch immer, seine Sendungen. Nein, es sind immer noch die Irren. Scheiße. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Mhm. Ich störe ja nur um... Fass dich. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Ja, immer noch dasselbe. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam.
Nur, dass man langsam selbst, wenn man's gut beginnt, man... So, tschüss. Ich lass dich... Ich muss da so lange dran rumfummeln, bis das geht. Der muss wieder ordentlich Fernsehen gucken können. Und andere sind beleuchtet, andere nicht. Ob das wohl auch noch ein Hinweis ist? Oh Gott. Komm, am Ende dieses Parts werde ich das bestimmt geschafft haben hier wieder. Ne? Und dann, wenn es gerade weitergehen soll, ist immer so. Nicht, dass ich das... Das ist natürlich alles geplant. So, was spannend ist gegen Ende des Parts, damit ihr auch wieder wirklich den nächsten Part guckt. Ja, eigentlich möchte ich das selber auch schon auch schaffen, so weiterzukommen. So ist ja nicht. Aber ist der einzige Vorteil. So. So. Stiesel, hallo. Anstatt, dass er sie auch einfach so rumreißt, hinten an den Klamotten wieder rein. Und hin. Ich weiß gar nicht, was mache ich hier eigentlich? So, nicht, dass ich dann nicht weiß, ob ich... Was mal, Edna, komm doch mal hier hin. Mann, die läuft auch immer sonst wo rum. Die Doofe. Komm. Ist schon ein Umweg. Hier ist schon etwas längere... Edna! Oh, wo läuft die denn hin? So. Ja, ich hätte sie jetzt gerne mehrmals gedreht, die Antenne, aber dann weiß ich immer nicht, wie ich sie noch nicht hatte. Und deswegen lieber einmal benutzen und gucken. Sonst müssen wir da noch was ganz anderes ausprobieren. Was ganz, ganz anderes mit all unseren tollen Dingen, die wir haben. Und es läuft immer noch nur der Kram hier. Scheiße. Brauche ich gar nicht fragen. Hat sich nichts geändert. Vielleicht muss sie auch was dazu sagen. Irgendwas Erleuchtendes, damit man weiß, jetzt hat sie die Antenne wirklich ordentlich gut gedreht. Warum gibt es dahin eigentlich keine Abkürzung? Ne? Das ist voll der lange Weg. Nee, geh mal hier rum. Es geht immer viel schneller. Das bin ich an dem ollen Stiesel vorbei. Benutz mal. Jetzt hat die auch richtig gequietscht, ne? Also, ich merke mir das mal so, wie die jetzt steht. Jetzt guckt die nach oben. Guckt sie an die Seite. Gibt es dann nur zwei Variationen? Und wie war... Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Was soll ich denn sonst noch hier machen, außer diesen... Hallo Stiesel, wir kommen mal von der anderen Seite. Witzig, ne? So, die Antenne ist jetzt auf längs gedreht. Wenn die auf hoch auch nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Also irgendwie verwirrt mich das mit der Antenne. Antenne! Geh durch, Edna, geh durch! Geh durch. Die läuft mir ein bisschen wirre heute hier, wo ich da so mehrmals hinklicke. Oh, ganz offensichtlich geklickst die hier. So wie jetzt. Wo ist denn das Problem, Edna? Komm, guck Fernsehen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was mache ich denn falsch hier? Irgendwas muss mit der Antenne. Da ist doch das... Oder war das der Fernseher, der jetzt an und aus geht? Moment mal. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, das ist auf dem Fernseher, ne? Scheiße, ich denke die ganze Zeit, ich muss auf den Monitoren gucken, aber die bleiben wahrscheinlich immer an. Mal hier benutzen. Ja, lauf noch mal eine Runde. Ja, okay. Und jetzt hatte ich den wahrscheinlich zwischendurch die Antenne ordentlich gemacht, dass das nämlich ging. Und dann haben wir den aber ausgemacht. Ist schon eine Weile her, ne? Das ist schon eine Weile her, dass ich das mit dem Fernseher... Da war relativ am Anfang hier noch mit den Monitoren. So, ich glaube, jetzt bin ich...
eine Gehirnzelle mehr ist jetzt gewachsen in meinem Gehirn. Weil darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Einfach mal den Fernseher an- und auszuschalten. So. Und jetzt haben wir ja die Antenne wahrscheinlich gerade wieder zurückgestellt. Ne? Schlau, wie ich bin. Da war ja diese eine Gehirnzelle bei mir auch noch nicht gewachsen. So, weil die jetzt gewachsen ist, mache ich nochmal die Antenne. So, dass sie so nach unten, genau. Gebrochene Eistänzerin. Und jetzt gehen wir nochmal hier zurück. Gehen hier rein. Und das wird jetzt klappen, Leute. Das ist voll der Plan. Das weiß ich auch nicht. Das übersteigt sonst meine Gehirnkompetenzen. Ist schon ein langer Weg, ne? Mit der Antenne, ein ganzer Part jetzt, muss ich mich ordentlich anstrengen. Aber ohne Lösung, immerhin. So, jetzt komm. Nee, das klappt jetzt nicht. Mann, das kann nicht wahr sein. Ich raste aus! Was soll denn das? Ich hab das doch jetzt verstanden, was ihr von mir wollt. Mach doch die... Klappt doch so jetzt... Der Fernseher ist aus. Ja, dann mach ihn doch an. Mach ihn an, damit das geht. Ja, lauf noch mal eine Runde, Edna. Das bringt's bestimmt. Oh, ich weiß auch nicht, ne? Ja, ich mache jetzt kurz einen Cut und gucke nach. Bis gleich. Da kann man ja lange überlegen. Okay, also es hat etwas damit zu tun, Leute. Ich werde es nicht schaffen, weil es dauert noch eine ganze Weile, werde ich mich damit noch beschäftigen müssen. Und zwar geht es darum, dass wir den Wächter hier so manipulieren über die Monitore, dass er auf Toilette gehen will. Und er hatte ja, oder sie hatte ja gesagt vorhin, dass da in einigen Dingern Monitoren das Licht leuchtet und an anderen nicht. So. Und unsere Aufgabe ist es, um es mal jetzt direkt zu spoilern, aus den Monitoren die Schrift WC zu basteln anhand der Lichter in den Räumen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber wir müssen die Lichter jetzt in den Räumen so an- und ausschalten, dass da WC steht und dann muss er auf Klo. Und da wir schon die Antenne betätigt haben und er nicht mehr fernsehen kann, guckt er auf die Monitore, was er soll. Hätten wir Antenne noch nicht bewegt, würde er weiter fernsehen und selbst wenn wir dann hinten WC gebastelt haben in den anderen Monitoren, dann würde er weiter auf seinen Fernseher starren und das war auch schon alles. Und nicht, wie ich denke, dass man mit der Antenne, was man soll, damit er wieder Fernsehen guckt, abgelenkt ist. Und das wäre ja viel offensichtlicher gewesen als diese WC-Leuchtengeschichte. Yay! Also darf ich jetzt von Raum zu Raum gehen und verrückte Licht und an- und ausmachen. Das wird bestimmt einen ganzen Part dauern, aber ihr habt bestimmt Verständnis für meine Situation. Unterstützt mich bitte weiter bei Edna bricht aus. Wir sehen uns. Bis dann.